Wenn ihr wissen wollt, warum sich die Rolle der Uschi Obermeier von Natalia Avellone auf einem Farmers Market mit der echten Uschi Obermeier entschieden hat und wie sich Natalia Avellone zwischen Spiritualität und Luxus in Hollywood bewegt, dann müsst ihr diesen Podcast hören. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, Keine Reise, ein Erlebnis. Mein Name ist Timo Kohlenberg. Ich bin der Geschäftsführer von America Unlimited und Feinreisen, wie man hier und schwer erkennen kann. Und ich habe heute einen absoluten Knallergast bei mir. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil ich glaube, wir haben ein paar coole gleiche Gemeinsamkeiten und Leidenschaften für die gleichen Reisezielgebiete. Heute bei mir die absolut unglaubliche Natalia Avellone. Herzlich willkommen. Hallo, lieber Timo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega. Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, wir teilen auch eine gemeinsame Leidenschaft und das ist die Reisen in die USA, oder? Nach Los Angeles vor allem. Ja, das ist mal drauf gekommen, ja, absolut. Wieso findest du Los Angeles so cool? Ich glaube, ich habe da so ein bisschen Nostalgie in mir. Ich bin 2005 das erste Mal nach L.A. alleine geflogen. Da war ich Anfang 30. Hm. Stimmt das? 2005? Ja. Ich musste mich vorbereiten. Nee, Quatsch, was? 2005 war ich 25. Mhm. Okay. Mhm. Rechnen. Mhm. Ich habe mich für den Film Das wilde Leben vorbereitet, in dem ich die Uschi Obermeier gespielt habe. Mhm. Das war mein erster Amerika-Trip. Das war abgefahren. Mhm. Ich meine, 2005. Damals. Ich weiß gar nicht, es muss doch Navigation gegeben haben, oder? 2005? Vielleicht gerade so die, ja, also die doch, ersten, ja, die, oder? Es gab oder? Schon vorher Navigation, ja. Weil es war bei mir schon in der Schule und so. Aber es war halt, das waren noch so eher rudimentäre, würde ich sagen. Genau. Ja. Und ich hatte noch wirklich eine Karte auf dem Schoß im Auto, habe mir so ein Auto gemietet. Das war so abgefahren. Und die Shops, ne, 24/7 offen. Mhm. Ganz anders als in Deutschland, mittlerweile natürlich auch. Ne? Aber früher waren die Läden um 18 Uhr oder 20 Uhr geschlossen. Und dadurch, dass ich da alleine war, und das war so toll, weil mit Karte, also wirklich Karten lesen, hast du die Stadt anders in Erinnerung. Und ich erinnere mich teilweise heute noch an Straßen und Orte, die ich per wirklich Finger auf der Stadtkarte gesucht und gefunden habe. Weil Navi, du lässt dich ja so berieseln vom Navigationssystem. Mhm. Und vergiss die Sachen wieder. Und hast du es aber als schwer empfunden, dich zurechtzufinden oder als eher einfach? Ich bin ja so ein Abenteurer, deswegen ich liebe das, mich zurechtzufinden in neuen Städten und ich liebe Kartenlesen, wirklich. Und man muss ja eigentlich sagen, dass es, ich finde, in USA eigentlich einfach ist, sich zurechtzufinden, weil es geht alles North, South, West, East sozusagen und dadurch kann man sich schon gerade bei den Highways gut orientieren und in den Städten ist ja eigentlich immer irgendwie ein Schachbrettmuster und es geht ab einer Straße los und dann einfach nur First, Second, Third, Second, Fourth, Fifth Avenue und so weiter und man kann sich eigentlich relativ gut zurechtfinden. Finde ich auch, Was beeindruckte oder was hat dich an L.A. denn so nachhaltig beeindruckt? Also in erster Linie natürlich Hollywood. Mhm. Ich bin ja Schauspielerin und du spürst in Hollywood, in Los Angeles natürlich schon den Glamour auch von früher und von jetzt. Und dann war ich da in Venice Beach ein Käffchen trinken und dann gucke ich rüber, da sitzt Keanu Reeves. Tatsächlich so, wie es immer in den Zeitschriften aussieht. Irgendwo an der Ecke auf der Straße mit Kaffee in der Hand und isst irgendwie ein Croissant. Und man denkt so, wow. Und da gibt es einen ganz, ganz tollen Bioladen. Da hast du auch von Zoe Kravitz bis über, ich weiß nicht, also alle Stars gehen da einkaufen. Dann, ja, aber die bewegen sich so ganz frei. Und das hat schon einen gewissen Charme. Und die Gegensätze finde ich sehr spannend. Ich bin beim ersten Mal natürlich in Skid Row gelandet, also der Gegend, in der die Obdachlosen und sehr verrückte Menschen teilweise hausen. Und ich bin da nachts reingefahren, weil ich mich verfahren habe. Ne? Da kriegst du schon Bammel. Also das Skid Row ist nicht ohne. Und dann hast du Skid Row und Hollywood und Bel Air und Beverly Hills und weiß Gott. Mhm. Ne? Und hast wieder eine ganz andere Welt. Ne? Ganz unterschiedlich, also von ganz arm bis ganz reich. Und ich erinnere mich, als ich in Venice Beach das erste Mal am Strand, ganz früh, man steht da ganz früh auf um 5, 6 in Los Angeles, dann war ich am Strand und denke, was sind denn das für Häufchen, so schwarze, große Haufen, so Planen abgedeckt. Da leben die Obdachlosen und übernachten da. Also damals, ich weiß nicht, heute ist es vielleicht auch wieder anders. Das sind schon krasse
Gegensätze, finde ich, in Los Angeles. Und ich mag den Lifestyle. Ich mag es, dass die Menschen so viel Sport treiben, weil die ihren Hintern einfach platt sitzen im Auto natürlich den ganzen Tag. Ja. Aufgrund der Entfernungen und der Zeiten, die man verbringt mit von A nach B kommen. Und ja, das ist so wie gesagt, dieser Glamour und so eine gewisse Sexiness und diese amerikanische, in Anführungsstrichen oder Klammern, Pseudo-Freundlichkeit. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ne? Aber eigentlich finden wir es eher besser, ne? Finde ich absolut besser. Ich habe dir auch gesagt, lieber werde ich begrüßt mit "Hey, you look beautiful, wo hast du deinen Pullover her?" als "Was willst du denn her? Wo deine Schrippe um die Ecke?" der Berliner, weißt du? Das habe ich genau meine Worte. Deshalb habe ich gesagt, irgendwie so, wir teilen irgendwie so viel. Ich merke das auch ganz oft, wenn ich irgendwie auf Reisen bin. Ja. Und irgendwie manchmal macht man, finde ich, so diese Transition im Kopf gar nicht so richtig, bis man wieder da ist. Man hat zwar diesen Flug hinter sich, man kommt an. Aber ich finde, spätestens am Flughafen oder sobald man das erste Mal wieder einkaufen geht in Deutschland, wird man auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, indem man weiß, jetzt rampeln Sie mich hier doch nicht so an und so weiter. Ne? Oder so, können Sie mal ein bisschen Abstand halten. Das ist halt wirklich was, was es dort nicht gibt. Ne? Es gibt mehr so eine Wertschätzung. Da ist immer so die Frage, will ich halt diese tiefgründiger mit jemandem mich wirklich unterhalten, der an der Kasse mich abkassiert? Oder reicht es mir denn nicht da, wenn der einfach nur freundlich ist? Ja, das ist süß. Das ist eine schöne Höflichkeit, finde ich. Eine schöne Form von Respekt. Und da ist der Kunde König. Das ist bei uns in Deutschland ja nicht mehr der Fall. Das war früher mal der Fall, aber heute bist du wirklich selbst bei Gucci, Pucci, Prada irgendwie noch angefaucht. Teilweise denkst du, die Verkäuferinnen sind der Designer selbst. Da heißt du so, ja was, bitte? Nee. Und ich denke so, Mädel, bitte. Und ich mag das an Amerika. Also ich meine, Los Angeles hat auch so viele Möglichkeiten, weil du hast das Meer, du hast die Berge. Ich liebe es, da wandern zu gehen. Also dieses Hiken in L.A. ist einfach wunderschön. Du guckst über die Stadt, ne? Du kennst es ja. Und ich mag auch die frühen Zeiten, um 6 Uhr schön mit der Sonne um 5 aufstehen. Dann kannst du schön surfen gehen und an den Strand oder nach... Surfst du selber? Noch nicht so, wie ich es gerne wollte. Also ich muss das noch wirklich lernen, tatsächlich. Aber ich mag dieses Ganze, den ganzen Surfer-Vibe und und dann natürlich Kino und die tollen Restaurants. Ich liebe L.A. Wie oft warst du seit 2005 denn dann in L.A.? Weißt du das? Kannst du das oft. Ja, ich weiß es nicht. Sehr, sehr oft. Ich kann es nicht zählen. Aber ich habe Freunde drüben, die ich besuche. Ich hatte mal eine Zeit lang ein Management drüben, aber die wollten, dass ich rüberziehe. Und das habe ich nicht gemacht. Also um einfach in Hollywood zu arbeiten, musst du vor Ort sein für die Castings. Und ja, das ist schön, weil am Anfang ist man Tourist, findet sowieso alles toll. Und also gelebt habe ich noch nie dort, aber ich war 4 Wochen mal drüben und habe gewohnt bei einer Freundin. Also in dieser Community, das war in West Hollywood, das ist so eine jüdische Community, die ganz auch spannend ist. Ne? Und dann kommst du auch nochmal anders rein, so als Local in Anführungsstrichen. Ne? Jetzt kannst du uns aber doch bestimmt richtig coole Insider-Tipps geben, was dein Lieblingsrestaurant ist, dein Lieblingshotel ist in L.A. Hau mal ein bisschen raus. Also mein Lieblingshotel ist wahrscheinlich Standard, ist das Chateau Marmont. Das ist ein altes Hotel, das ist das mit einer uralten Tradition. Da sind Stars von A bis Z rein und raus gegangen. Da haben sich diverse Stars das Leben genommen, haben Sodom und Gomorra Partys gefeiert. Also da schwebt auch ganz viel Geschichte und Skandale in der Luft. Und ich bin oft zu den Oscars drüben und wenn man da Dinner hat, dann guckst du dich um, dann ist schon Penn da mit Scarlett Johansson war, glaube ich, das letzte Mal, als ich da war, unterwegs in Jeans, T-Shirt. Also da fühlt sich jeder so wie bei uns in Berlin im Grill Royal oder im Borchardt. Die fühlen sich da zu Hause und da geht es jetzt nicht um das beste Essen der Welt, sondern einfach um dieses Flair und um dieses Wohnzimmergefühl der Stars. Da bin ich gerne, ne? Auch wenn man so eine Suite mietet und du weißt, ja, da hat, weiß ich nicht wer, also wirklich Marilyn Monroe gewohnt.
Aber das ist was. Cool, dass du auch diesen Mindset hast, sag ich mal, ne? Dass du sagst, irgendwie mir ist wichtig, auch diese Authentizität von Hollywood zu erleben und so weiter, weil das passt ja wirklich auch dann mit deinem Schauspieler-Dasein wirklich super gut zusammen, richtig? Ja. Ich bin auch, mich interessiert immer so die Geschichte auch von Hotels. Also, ich liebe Hotels und buche auch immer ganz unterschiedliche. Also ich bin jetzt nicht die immer das gleiche Hotel bucht, weil die Hotels erzählen so viele Geschichten und auch die Hotelbars, die liebe ich über alles. Da wird sich wirklich irgendwie findest du auch, dass das nicht irgendwie so eine mega besondere Atmosphäre hat, so eine Hotelbar immer. Ich finde auch, wenn so ein, was weiß ich, sagen wir mal Klavierspieler oder du hast einfach nur so Klaviermusik im Hintergrund und bist in der Hotelbar, ich finde, es hat irgendwie so was Kosmopolitisches, oder? Ja, das ist man fühlt sich da irgendwie automatisch immer total wohl, finde ich. Ja, und das ist die Atmosphäre, so wie du sagst, Piano, früher wurde noch Zigarre geraucht. Klar, es ist ungesund, aber so dieser Vibe. Dieser Vibe und Geruch und die Geschichten, die man sich so erzählt an der Bar auch. Ne? Die Leute kommen vom Job vielleicht gerade irgendwie ins Hotel zurück, sind müde, setzen sich an die Bar mit einem Drink, oft auch alleine, so den letzten, ne? So einen Absacker noch. Und dann kommt man so ins Gespräch. Und wie hieß der Film von Sofia Coppola? Lost in Translation? Das ist zum Beispiel ein Traum von mir, so ein Hotel irgendwo in Asien, so in der 90. Etage. Ja. Da schön an der Bar so einen Drink nehmen. Das ist wirklich ein großer Traum von mir noch. Und die Hotels, unterschiedliche Architektur, Ausstattung, da bin ich fasziniert von. Ich entdecke halt immer gerne Hotels. Hast du denn auch Lieblingsrestaurants, wo du gerne hingehst, in Hollywood oder in Los Angeles? Es gibt wirklich sehr, sehr viele ganz, ganz tolle Lokale. Es gibt einen tollen Italiener, Giorgio Baldi. Es gibt einen super Asiaten, Nobu, kennt man. Nobu Sushi. Und total witzig, bist du auch so ein Sushi-Fan? Ich liebe Sushi. Oh, Natalia, ich finde es so witzig, wir haben ja auch schon mit Miyabi aufgezeichnet. Ja. Und sie hat auch schon gesagt, wir müssen in Berlin unbedingt Sushi essen gehen. Ja. Und wir sind ja hier, wir zeichnen ja hier aus dem Hotel de Rome in Berlin. Also von daher ist es müssen wir unbedingt, glaube ich, mal zu viel Sushi essen unbedingt, gehen. Unbedingt, ja. Sie hat, glaube ich, das Ryotai, oder? Richtig, genannt. Genau, und sie hat auch gesagt, dass wir es falsch aussprechen würden. Ich glaube, sie hat es komplett anders ausgesprochen. Sorry, Mia. Genau. Ja, das müssen wir unbedingt mal machen. Also oder in Los Angeles. Oder in Los Angeles, okay. Da gibt es aber auch, Nobu und Baldi und so, das sind ja so die großen, ne, wo auch ganz viele Stars hingehen, weil das Essen einfach auch gut ist. Ich habe zum Beispiel so eine kleine Organic Farm in Malibu. Malibu Farm heißt die. Da war ich mit Uschi Obermeier das letzte Mal da. Und da gibt es eine super, super tolle Blumenkohlpizza. Und zwar wird der Teig, für mich als glutenunverträglichen Menschen, der Teig wird aus Blumenkohl gemacht. Ganz normal belegt, mega lecker, der Kaffee auch mega lecker und du sitzt da einfach am Strand oder guckst eben aufs Meer und alles ist organic. Und wir müssen mal eine Lanze brechen für das Essen in den USA, was ja oft abgetan wird als Fast Food und weiß ich nicht was. Ja. Gerade in Kalifornien, super easy für glutenunverträgliche Menschen irgendwie Essen zu finden, super gesundes Essen. Ich war zum Beispiel letztens, leider kriege ich das auch nicht mehr so richtig rekonstruiert, war ich in so einem Laden, da gab es nur alles mit Avocado. Oh, das war auch richtig geil. Ich glaube, das war auch irgendwo Richtung Beverly Hills oder sowas. Ja. Und das war also alles mit Avocado gemacht und so weiter. Richtig, richtig geil. Also so Healthy Food total. Ist in L.A. easy möglich. Ne? Ich meine, L.A. ist natürlich nicht Amerika, sondern L.A. ist L.A. Aber diese Organic-Läden, da gibt es einen ganz tollen Laden. Ich weiß nie, wie man den ausspricht. Irvin Hall. Es ist ein ganz komplizierter Name. Ja. Quinoa-Brote, glutenfrei, laktosefrei. Die schmecken aber auch, die Sachen. Es sind unglaublich teuer. Ich glaube, $20 pro Brot. Aber das Essen stimmt. Früher war wirklich trashig und jetzt, du hast super Italiener, du hast alle Nationalitäten kulinarisch da und
Ich liebe ja Essen, du auch, oder? Ja, total. Gourmet und Genießer, also, ne? Und total, ich liebe auch, ich muss es auch einfach sagen, also ich meine, Leute, die mir auch auf Instagram und so folgen, wissen es, ich poste das auch immer, weil, also wenn es geil aussieht, ich mag das auch, wenn es richtig cool angerichtet fürs ist Auge. Und so weiter. Ich muss fairerweise sagen, ich bin nicht der Riesenfan von Sterneküche, weil mir das immer so ein Tick zu wenig / zu übertrieben ist, aber so also genau darunter, so, ne? Also richtig gutes Essen mit Anspruch und geil angerichtet und so, total. Ja, finde ich auch. Und dann eben, wir haben vorhin drüber gesprochen, vor allem auch gesund, ne? Gesund, also wirklich gesund und trotzdem cool, also was gut schmeckt. Ja, und das findet man in L.A. sehr, sehr gut, genau. Es ist ja wichtig, sich gesund zu ernähren, einfach, weil alles, was du in dich rein... Genau, strahlst du nach außen irgendwie auch aus. Ja, genau. Und vor allem finde ich auch gut, weißt du, mehr Geld für sich jetzt, wenn man jung ist, auszugeben, anstatt später für die Krankheiten, die man behandeln muss. Das vergessen die Menschen immer, das weißt stimmt. du? Später geht es für Medikamente dann drauf. Richtig. Also lieber gut jetzt leben und sich ernähren und so. Und also ich bin auch Organic- und Bio-Fan total. Und also Los Angeles ist eine super Stadt. Ich mag sie einfach total gerne. Und der Vibe. Was sind deine Lieblingsregionen in L.A. außerhalb von Hollywood? Also bist du auch mal nach Santa Monica unterwegs oder warst du schon natürlich. Mal in Laguna Beach? Venice Beach ist natürlich, hat sich auch durch die Jahre seit 2005 stark verändert. Das ist wie bei uns in Berlin in Kreuzberg, Neukölln. Mhm. Das sind ja immer so, ich meine, es wird ja natürlich dann gentrifiziert ab dem Moment, wenn die Künstler sind ja oft arm, also ziehen sie in Gebiete, die wenig Miete kosten. Das war Venice Beach früher. Da hattest du die Obdachlosen, die Verrückten, die Künstler und so die Surfer. Und jetzt ist es wieder so posch und hip geworden und total teuer. Das ist schade, weil da geht so die Kultur ein bisschen verloren. Weil so wird dann die Kultur wieder rausgedrängt. Genau, das sehen wir ja auch, ob es jetzt Kreuzberg in Berlin ist oder sowas. Genau, das ist schade. Ja. Venice Beach ist aber, hat einen Flair. Und dann gibt es halt so kleine Kneipen und Cafés. Muss ja nicht immer schickimicki sein. Ja? Das ist, ich liebe es einfach so, irgendwo Läden zu entdecken, die wirklich so ganz handgemachte Küche und die Mama noch mit Kopftuch irgendwie und fettigen Händen und Mehl überall an den Klamotten. Ich liebe die Hollywood Hills, weil das irgendwie so ein Flair hat, ich weiß nicht, da in den Hills eben die Berge und so Serpentinen und Topanga Canyon ist auch super schön. Die Canyons sind grandios, was die Natur betrifft. Ich cruise gerne. Ich bin so ein Cruiser in den Städten im Sinne von, ich setze mich ins Auto dann, also gerade in Los Angeles, sonst mit dem Bus auch gerne oder, ne? Und dann fahre ich einfach los und lasse mich so treiben. Egal, wo mich das Leben gerade sehr cool. hintreibt. Das hätte ich dir jetzt gar nicht. So, du kommst, aber du magst auch diesen Kontrast tatsächlich dann bei dir selbst. Ja, ich setze mich auch in Berlin manchmal in den Bus und fahre einfach los und guck so aus dem Fenster, das inspiriert mich, da werde ich kreativ. Und in Los Angeles zum Beispiel bin ich losgefahren, damals 2005, und bin in einem Tempel gelandet, in Bel Air. Ich dachte so, was ist das denn? So ein Tempel. Und dann habe ich später die Biografie eines Yogi gelesen. Das ist ein ganz tolles Buch, wenn man so ein bisschen über Gott philosophieren mag. Und dann mache ich dieses Buch auf und denke, das gibt's doch nicht. Ich kenne diesen Tempel. Genau der Tempel, in dem ich 2005 war, viele, viele Jahre später, dieses Foto entdeckt, schnell mein Foto geholt. Ganz wichtiges Buch für mich im Leben gewesen, die Biografie eines Yogi, weil da geht es eben um diese Gottesfindung und die Antwort darauf, dass einfach Gott ist das Leben einfach. Also wenn man, wir sagen jetzt Gott in Anführungsstrichen und jedem Menschen oder jedem Land oder jeder Kultur, die man begegnet, ist überall irgendwie Gott und Natur und Liebe und es ist echt ein schönes Buch. Und so ein Tempel oder eben dann bin ich in Skid Row gelandet, ne? ganz spooky oder Bel Air und guck mir so gerne, ich cruise dann rum, guck mir die Villen an und stell mir so vor, wer lebt da, wer hat da gelebt, was passiert da gerade. Aber machen finde ich auch. Ja, ja. Du hast eben gesagt, du warst das letzte Mal mit Uschi da. Du bist selber mit Uschi Obermeier, die du ja mal gespielt hast, selber befreundet, richtig? Wir sind sehr, sehr eng befreundet, genau. Ja. Genau, ich habe sie oft besucht dann. Wie kam diese Kombination, dass du dafür gecastet wurdest, dass du da irgendwie rangekommen bist?
gekommen bist. Kanntet ihr euch vorher schon oder? Nein, ich kannte sie auch überhaupt nicht, weil ich zu jung bin für, also ich bin ja 80 geboren und meine Eltern kannten sie tatsächlich von Erzählungen und von der, ne, als dieses Ikone der sexuellen Revolution, so das erste It-Girl. Ja. Und ich wurde einfach gecastet, einfach, man hat alle möglichen Menschen gecastet, ich hatte Glück, das war Schicksal. Und dann wollte sie aber die Hauptdarstellerin, die Potenzielle quasi, kennenlernen. Und dann bin ich nach L.A. geflogen. Wir haben uns auf dem Markt getroffen. Warst du aufgeregt? Ich war sehr aufgeregt, sie auch. Und dann haben wir uns auf dem Mittwochsmarkt, Farmers Market, glaube ich, war das, getroffen. Und das Schöne war, das ist echt eine schöne Anekdote, sie geht da immer ihre Kartoffeln und ihr Gemüse einkaufen und da hat sie so einen Stand, wo sie, ne, da kennt man sie. Und dann watscheln wir so zu zweit, diese Kartoffeln kaufen und der Verkäufer so, oh, Uschi! Deine Schwester ist da. Oh, wow, nice. No way. Und Uschi so, alright, I can see it. Du kannst mich spielen. Du wirst mich spielen. Ich so, yay. Das war echt schön, weil die Leute einfach wirklich gedacht haben, okay, wir sind verwandt. Mhm. Und ja. Voll die schöne Anekdote eigentlich. Ja, ja. Voll cool. Ja. Und ihr habt dann seitdem wirklich eine enge Freundschaft. Wir haben eine sehr enge Freundschaft. Sie ist für mich wie eine große Schwester, mit der ich mich austausche über das Leben, über Liebe, über Reisen. Sie ist gerade nach Portugal gezogen mit 75, ohne die Sprache zu kennen. Wahnsinn. Aus Los Angeles, finde ich mutig, inspiriert mich total. Und es zeigt mir halt einfach wieder, man kann alles machen im Leben, wenn man es will. Und man ist nie zu alt, man ist nie zu jung. Einfach machen. Ne? Cool. Sehr, sehr cooler Mindset, finde ich. Und auch was, was wir in diesem Podcast eigentlich auch immer gerne erzählen wollen. Ne? Ja. Was macht Reisen mit dem Kopf und wie bildet es halt auch weiter? Von daher total schön zu sehen. Ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast über L.A. füllen. Ja, alleine. Aber wir wollen noch mal über so ein paar andere Zielgebiete reden. Was ist so, was kommt nach L.A. für dich? Ich bin Fan von Indien geworden, weil es so unglaublich viel zu entdecken gibt. Also du hast einen kulturellen Schock erstmal in so einem Land. Die Kultur ist komplett anders. Also in jeglicher Hinsicht. Auch kulinarisch, was die Religion betrifft und so weiter. Und dann hast du Mumbai. In der Monsunzeit kommt das ganze Abwasser dann kniehoch hoch und das ist... Und die Kinder, die betteln und an dein Auto klopfen und die Yogis in Rajasthan zum Beispiel, dann reist du da durch Pinktown und dann sitzt da auf der Straße ein Yogi, eine heilige Kuh latscht an dir vorbei, dann fährt ein Bus, dann wird gehupt nonstop. Und das ist so ein Overflow an Eindrücken. Ich liebe indische Küche. Und fandst du super lecker, so wie du es erwartet hast? Super lecker. Also gerade so auch so im Wok, so Gerichte, ne, mit Reis und Ei und Gemüse. Und meine Freundin, die kocht super lecker, sehr scharf. Also da gibt es halt Lamm mit Safranreis und die Soßen und Dal und Linsen. Und cool. Ich liebe es. Und natürlich sind Inder sehr gastfreundlich, als ich da kam. Alle schleppen das Essen an, alle kamen mit Essen. Wir sitzen alle auf dem Boden, essen auf dem Boden, essen mit Händen. Was auch sehr sinnlich sein kann, finde ich. Mir fällt auf, du erklärst ja auch immer, wenn du reist, dass du auch die negativen Sachen, die du siehst, die Obdachlosen zum Beispiel in L.A. Das Wasser, was aus dem Dings hochkommt. Was macht das mit dir? Ist das auch eine Sache, die für dich zum Reisen dazugehört, um auch deinen Kopf zu erweitern, dass es auch andere Arten von Leben gibt? Ja. Also Reisen bildet einfach, finde ich. Ich finde, Menschen, die nicht reisen, haben was verpasst, weil es erweitert den Horizont immens in jeglicher Hinsicht. Du triffst auf unterschiedliche Menschen, wirklich anderer Kulturen, die dir dann von ihrem Leben erzählen, von ihrem Hintergrund. Die Politik, die Wirtschaft, alles ist anders. Ich liebe den Aspekt, einfach ein Land unter die Lupe zu nehmen. Ich war auf Mauritius mal, natürlich in so einer 5-Sterne-Plus-Anlage, total schick, alles mega sauber. Mach das nicht mehr. Ich mag das nicht. Also so reisen mag ich nicht, weil das hat nichts mit der Realität zu tun. Außerhalb Armut, Arbeiter aus, ich weiß gar nicht wo, aus Sri Lanka, glaube ich. Und dann bist du in diesem Block eingesperrt. Das ist absurd. Also ich mochte das nicht. Ich bin dann auch immer draußen essen gegangen, habe mich mit Leuten unterhalten, übers Leben, über die Verdienstmöglichkeiten, wo sie herkommen und wie das alles so ist und passiert.
Nimmst du das mit in deine Rollen auch, die du teilweise spielst? Also ich meine, jetzt bei Uschi Obermeier war es ja sehr offensichtlich auch, sie zu treffen vor Ort und vielleicht auch ihren Vibe aufzunehmen sozusagen. Aber ist das auch für andere Rollen für dich wichtig? Ja, diese auf jeden Fall. Diese Authentizität sozusagen? Hm. Ja. Also ich stürze mich mitten ins Leben dann immer und ich analysiere nicht nur das Land, sondern auch Menschen. Also angenommen, ich müsste jetzt eine Person aus Indien spielen. Es gibt ja auch, also heutzutage sind ja alle sehr, sehr hellhäutig. Da ist es ja ein Statussymbol. Leider, muss man sagen, und absurderweise. Und lassen sich ja dann alle bleichen. Das tanke ich auf. Ich tanke die Energie der Menschen auf und... ich finde auch eben, wenn man eben, also Scheuklappendenken mag ich nicht und ich mag eben nicht in diesen tollen Hotels und außerhalb ist ein komplett anderes Universum, auch zu gucken, Status, ne, also Armut, Reichtum und so. Ich finde es einfach total spannend. Mhm. Und die Geschichten vor allem der Menschen, die sie mir erzählen, die baue ich in Rollen ein, in meine Charaktere. Da kann ich daraus schöpfen einfach. Ne? Mega, mega, mega spannend. Jetzt hast du gesagt, Indien ist noch ein Thema. Was ist noch auf deiner Bucketlist? Auf der Bucketlist ist Tokio. Ganz weit oben. Warst du in Tokio schon mal? Ich war noch nicht in Tokio. Wir haben mit Miyabi darüber gesprochen. Sie ist ja halb Japanerin. Ja, und dementsprechend, sie hat auch gesagt, dass dieser Kontrast zwischen alt, ganz altem und ganz neuem extrem auf die Spitze getrieben wird. Ne? In Tokio, in Japan allgemein. Genau. Warum ist das für dich so ein Bucketlist-Thema mit Tokio? Ich finde, das ist auch wieder so eine ganz andere Kultur. Die Menschen sind... ganz anders. Also allein schon, wenn du Berichte, Dokus siehst, wie sie sich anstellen, zum Beispiel in Tokio an der U-Bahn oder an der Bahn hintereinander, da herrscht einfach Ordnung und Höflichkeit und Respekt. Und wenn du auf der Straße bist, wird dir nie jemand sagen, wenn du fragst, wo ist Hotel XY, dass dir jemand sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht, sondern die lotsen dich dann teilweise auch falsch hin, aber die wollen höflich sein. Das habe ich so von Asien oder von Japan mitbekommen. Ja. Und ich hätte so Lust, in so einem wirklich in der 90. Etage ein Zimmer zu haben oder in der Bar zu sitzen und über Tokio zu gucken. Und ich weiß gar nicht, ob es 90 Etagen gibt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es gibt Hotels, wo das... Das höchste ist wahrscheinlich in Dubai irgendwo. Dubai ist ja alles immer the best, the biggest, the richest. Ja. Also Tokio auf jeden Fall. Costa Rica ganz weit oben. Mhm. Hawaii würde ich auch tatsächlich gerne mal. Da bist du jetzt hier natürlich genau an der richtigen Adresse wieder. Ja. Hawaii ist natürlich eins auch unserer Top-Zielgebiete. Warst du da schon? Ja, schon mehrfach auch. Ist es so schön, wie man... Hawaii ist ein absoluter Traum. Das ist so richtig exotisch. Ja. Und das Coole an Hawaii finde ich auch diese Unterschiedlichkeit der Inseln, die man hat. Ja. Also man kann da auch ankommen. In Honolulu zum Beispiel sind immer viele so richtig vor den Kopf gestoßen und denken so, das ist ja voll die große Stadt. Ja. Ich dachte, das wäre so exotisch. Das darf man nicht verwechseln. Ja. Da ist der Waikiki Beach. Alle denken immer so, boah, das ist so, das muss der Beach richtig krass sein. So ein kleiner Mini-Strandabschnitt, der total langweilig ist eigentlich. Ne, man geht dann da eigentlich nur hin, um einmal auf dem Waikiki Beach gestanden zu haben. Ja. Dann gibt es aber so tolle Inseln, Maui zum Beispiel, so die Strandinsel. Es gibt die Rutuhana heißt die. Ja. Die kann man auch nur mit einem 4x4 befahren, also von daher so ein Geländewagen. Mega toll, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, super, dass du die machen musst. Dann Kauai mit dem Waimea Canyon, der ist unfassbar toll. Die Napali Coast, man kann auch eben Wale beobachten zum Beispiel. Das ist ganz, ganz toll da gewesen, finde ich. Ja. Hawaii ist so unterschiedlich, also von Canyons über Grün, über total karg, über Vulkane, über Großstadt. Ja. Also es gibt alles und man muss auf jeden Fall auf Hawaii so eine Inselhüpfen-Tour machen. Ja. Das ist das, was wir auch bei America Unlimited hauptsächlich dann auch zusammenstellen. Dann mache ich das mit euch. Ja, bitte gerne. So, Hawaii, meine erste Hawaii-Reise. Und vorher auch gehen eine andere Sushi Kultur essen in LA nochmal kurz. Oder in Tokio. Oder Tokio, das wäre vielleicht Mia zeigt uns Tokio. Richtig. Ja, also von daher, Hawaii kann ich dir sehr empfehlen. Super. Ich glaube, da wärst du sehr, sehr, sehr begeistert von. Und da ist halt auch viel, viel ja noch, sage ich mal so, nennen sie mal Ureinwohner Hawaiis oder Hawaiianer sozusagen. Die haben ja auch einen großen Einfluss aus Japan, glaube ich, oder China. Ja. Ich glaube, viele Japaner sind da eben auch, gibt auch viel Sushi und so weiter. Von daher ist es halt tatsächlich, glaube ich, auch was dir sehr, sehr gut gefallen könnte. Schön, schön. Genau. Ja, die
Kultur wird mich auch interessieren, deren genau. Geschichten wiederum, weißt du, von den Menschen. Genau, gibt es auch ganz, ganz viel Kultur zu und es gibt auch ganz viele diese Hula-Shows sozusagen, und so weiter. Die haben das ist ja nicht eigentlich nur so Hula-Hoop-Tanzen, wie man das so in Deutschland so abtut sozusagen, sondern da steckt ja auch ein kultureller Tanz hinter eben, und so weiter. Genau, also das daher, ist spannend. Die Tätowierungen auch und so weiter. Genau. Ne? Das leite ich mich mal über. Ich finde, wir wollen ja jetzt immer so ein Spiel spielen und das heißt ja This and That und da finden wir bestimmt über dich noch mal einiges heraus. Freue mich. Flugzeug oder Zug? Zug, da umweltbewusster, leider viel zu teuer. Muss man dran arbeiten, finde ich, weil es ist zu teuer. Flug schneller, übersehe natürlich Flug, aber prinzipiell gerne Zug, weil wenn ich 5 Stunden Zug fahre, dann bin ich mega inspiriert. Ich bin da 5 Stunden eingeschlossen und arbeite super gerne im Zug und bin am Computer und schaue aus dem Fenster und lass mich inspirieren von allem, was vorbei. Was für ein Mensch bist du, wenn man, also viele schimpfen ja auch gerne auf die Bahn, weil zu spät und so weiter. Bist du ein Mensch, der auch so ist oder gehst du mit sowas ganz entspannt um? Ich sage immer, ich nehme die Feste, wie sie fallen. Das hat alles immer einen Grund. Und ich denke, okay, jetzt bin ich 2 Stunden hier eingesperrt. Gut, dann nutze ich die Zeit für mich. Motzen hilft nichts. Mhm. Bringt einen nicht weiter? Überhaupt nicht, außer man kann es ändern. Also ich konstruktiv immer gerne. Und klar rege ich mich ab und zu auch auf, ne? Wenn man Termine hat und die Bahn ist mal wieder zu spät. Ich weiß nicht, warum die das nie hinbekommen. Mhm. Und jetzt gibt es keinen Kaffee und es fehlt immer irgendwas. Kein Toilettenpapier. Und ich denke so, Leute, erste Klasse-Ticket ist nicht günstig. Und dann sagen sie, wir haben auch noch einen Kaffee. Ist aber nicht schlimm. Ne? Das sind ja so Luxusprobleme. Ja. Ich mod's nicht gerne. Ich habe das total aus meinem Leben verbannt. Auch so das Wort Stress zum Beispiel. Mhm. Benutze ich nicht. Aber auch das hat sicherlich damit zu tun, dass man eben so viele Kulturen kennenlernt und rein. Ja. Weil es gibt ja doch auch viele Kulturen, die das gar nicht kennen. Ne? Ja, also die wirklich, weil so klingt das, dass du so inspiriert bist einfach auch aus diesen Dings. Ja. Mit der Zeit zum Beispiel, mit dem Stress. Ich war auf den Bahamas alleine. Ich bin von New York, da habe ich einen Job gehabt, habe geshootet und habe gesagt, ich bin so ausgepowert, ich brauche noch Urlaub. Bin ich auf die Bahamas geflogen, für 3 Tage ganz alleine, wollte so ein bisschen für mich sein. Und lag am Strand und frage irgendjemanden, wie spät es ist. Mhm. Und die Bewohner, ne, die Locals, dann ging's los. Hey, weißt du, wie spät es ist? Der andere dann so. Zum anderen, hey, weißt du, wie spät es ist? Und es ging so weit, bis natürlich ein Deutscher dann eine Uhr anhatte dabei. Hat dann gesagt, es ist so und so. Die Zeitgefühl, ich stand an der Kasse, hab eingekauft, wollte bezahlen. Quatschen die Ladies so, really, okay. Wirklich eine halbe Stunde. Und ich bin ein respektvoller Mensch, ich wollte die aus ihrem Flow nicht holen. Ich als hier aus Deutschland, weißt du, so, jetzt mach mal hin wieder. Dann stand ich so, hab der Story zugehört, dachte so, okay, halbe Stunde später. Ich so, excuse me, can I pay for it? Und sie so, sure, klar. Ja. Das ist halt, das sind so schöne Inspirationen, dass man sagt, Zeit ist so relativ, also nicht immer natürlich, wie Griechenland, Italien, die kommen ja oft nicht zu Potte, weil sie eben nicht pünktlich sind und alles easy nehmen. Also für den Job ist es wichtig, pünktlich zu sein, zuverlässig. Aber es ist wahrscheinlich ein gesunder Mix aus beiden, das Richtige. Ne? Genau. Berge oder Ozean? Oh, ganz schwere Frage. Eigentlich Ozean, weil ich bin ein totaler Fisch. Ich war, glaube ich, ich bin zwar Widder vom Sternzeichen, aber ich bin im Wasser irgendwie, ich war ein Fisch oder ich, keine Ahnung, Wal früher oder ich weiß es nicht, wie man sieht. Ich liebe das Meer. Das Meer beruhigt mich. Das ist Meditation pur. Mhm. Sobald ich nur am Strand bin und das Geräusch vom Meer, von den Wellen höre, bin ich ein Lamm. Ich brauche nichts um mich herum. Die Berge allerdings, ich habe meine Höhenangst überwunden in den Bergen in Österreich mit einem Bergführer. Mhm. Einer der schönsten Momente ever. Wir fahren hoch erstmal mit dem Auto, um da zu parken, bevor wir 3000 Meter Höhe geklettert sind dann, also hochgewandert sind. Und dann frage ich den Uri, was wäre noch so ein großer Traum von dir? Er so, nach Hawaii zu fliegen. Und in dem Moment spielen sie im Radio Somewhere Over the Rainbow von diesem verstorbenen Hawaiianer. Ja. Und wir beide so, Tränen in den Augen. Ja, Uri, so ein gestandener, älterer Mann. Und ich so, Uri, ich glaube, dein Traum wird wahr. Das ist ein Zeichen. Kriege ich echt Gänsehaut. Ja. Und dann sind wir hochgeklettert und ich natürlich wieder total schnell. Und so, er so, relax. Hier muss man langsam sich Zeit nehmen. Einatmen, ausatmen. Die Luft wird dünn und dünner oben. Wir haben noch unglaublich eine lange Route vor uns.
einen Gang mal zurück, genieß. Hm. Handy aus, alles. Hm. Und dann sind wir oben angekommen, auf dem Gipfel. Oh, das ist so schön, da könnte ich losheulen vor lauter Schönheit der Natur. Hm. Und es war so ruhig. Hm. Es war so die Luft so rein, so ruhig. Diese Berge, diese Mutter oder Vater, diese Wucht. Und dann habe ich nur so Glöckchen von Schafen gehört, ganz, ganz weit weg, irgendwo im Dorf. Ja, also die Berge kann ich auch total nachvollziehen tatsächlich. Also ich habe ja selber auch in den Bergen geheiratet ich finde, das ist so beruhigend. Also total. Von daher, aber auch Ozean, es ist eine super schwere Frage, wenn man sich entscheiden muss. Eine super schwere Frage. Genau. Ja. Mhm. Genau. Machen wir mal weiter. Heißluftballon oder Hubschrauber? Oh, mit der Höhenangst, ne? Ja. Da krieg ich direkt, guck mal, da krieg ich direkt nasse Hände. Das ist sofort. Also wie gesagt, ich habe die Höhenangst gut verarbeitet, aber ich bin noch nicht höhenfrei. Mhm. Meinen ersten Hubschrauberflug habe ich in Cannes gehabt. Mhm. Dachte so, oh Gott, das ist so unsicher. Ja. Heißluftballon never ever. Okay. Mich kriegen da keine 10 Pferde. Riesenrad und Heißluftballon. Mhm. Also, no. Okay, alles klar. Dann ist das die falsche Frage für dich auf alle Fälle. Geplant oder mehr so in den Tag hinein? Ich glaube, die Frage kann ich mir jetzt selber beantworten. Kannst du dir selber beantworten? Ja. Auf jeden Fall in den Tag hinein. Also im Urlaub, auf Reise, nur wenn es nicht Business ist, gerne entdecken, Entdeckungstour, New York, rausgehen aus dem Hotel, einfach rechts, links, wo führt mich das Leben hin gerade, in welches Lokal, wen entdecke ich, wen lerne ich kennen. Ich finde einfach, ja, natürlich muss man eine Reise planen, ne, buchen und so weiter, aber super gerne spontan in den Tag hinein. Okay. Vergnügungspark oder botanischer Garten? Botanischer Garten. Auch mehr die Naturverbunden. Naturverbunden, genau. Hm. Schön mit den Pflanzen sprechen und auf Entdeckungsreise gehen. Vergnügungspark, ja, mit Kids, cool und so, aber... Zu künstlich. Ja. Museum oder Shopping? Museum auf jeden Fall. Ich bin nicht so die Shopping-Queen. Echt nicht? Nee, gar nicht. Also ich gehe rein, ich weiß, was ich will und gehe wieder raus. Hm. Und ich shoppe ungern mit Freundinnen oder Eltern. Das nervt mich total, auch nicht mit Partner, will ich nicht. Ich will alleine rein, raus, Jeans, das. Und Museum, auch wieder Entdeckungsreise, in die Geschichte eintauchen. Total interessant, da erfahren wir viel, viel über dich hier auf jeden Fall, finde ich total spannend. Bist du lieber Fahrer oder Beifahrer? Auf jeden Fall Fahrer. Ja. Ich liebe Autofahren, ich glaube, haben wir auch gemeinsam. Ne? Ja, definitiv. Ja. Passt auch wieder zu den Bergen, schön so Serpentinen, Straßen hoch oder sowas, finde ich unfassbar schön, so Scenic Routes oder sowas. Genau. Ja, also gerne Fahrer, ich weiß gar nicht warum, ich fahre einfach gerne Auto. Ich liebe Autos sehr, ich liebe Technik. Ja, ach echt? Ja, total. Ach cool. Oldtimer liebe ich. Echt? Hast du Oldtimer selber? Nee, noch nicht, aber so ein kleiner Fuhrpark mit Oldtimern. Was wäre dein Lieblings-Oldtimer? Oh, es gibt so viele tolle von Porsche und Mercedes, es gibt wirklich so viele, auch so diese Youngsters, also so 80er Jahre oder so. Ne? Ich kann jetzt kein explizites ein Modell nennen, aber es gibt so schöne. Ach cool, und voll cool. Kann Fahrer, ich voll nachvollziehen. So eine Rallye würde ich gerne mal mitmachen. Ey, voll lustig. Hast du gemacht? Ich sage immer das Gleiche. Aber es ist halt immer so, dass ich einen Partner habe, der das gar nicht mag, weil er nicht mag, wenn er nicht weiß, wo er abends schläft sozusagen. Aber ich würde es so gerne eine Rallye machen. Vielleicht machen wir das zusammen das einfach. Klingt gut, So eine Oldtimer-Rallye. Oder Youngtimer. Genau, irgendwie sowas. Und dann, wo man sich auch das Auto kaufen muss, wo man sich vorher schon so Gedanken machen muss über das Auto. Ja. Das darf aber auch nur so und so viel kosten und so. Ja, ja, ja. Und dann, wo es sich einfach, und das passt natürlich wieder zu dem, was du gesagt hast, wo man sich einfach treiben lassen kann in den Tag hinein. Ja, ja. Und man weiß nicht morgens noch nicht, wo man abends dann hingefahren ist sozusagen. Das würde ich auch mega gerne mal machen. Ja. Aber stimmt, du musst der Charakter dafür sein. Wenn du so lieber verplant und lieber Sicherheit. Genau, richtig. Falsch, ja. Also von daher, aber voll cool. Das finde ich mega cool. Da hast du bei mir voll den Nerv getroffen. Drei-Gänge-Menü oder Picknick am Strand? Schwere Frage. Essen prinzipiell, egal in welcher Form, liebe ich sehr. Ich gehe schon gerne in Restaurants, ehrlich gesagt. Ja. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Oh, auch schwere Frage. Sonnenuntergang, super romantisch. Ja. Toll, den Tag zu verabschieden. Sonnenaufgang,
Ah, so ein Symbol für neues Leben. Jeder Tag ist eine neue. Du bist auch eine neue richtig spirituell, ja, oder? Ja, unterwegs. Ja, ja, sehr, total cool. Sehr. Hip-Hop oder Elektro? Auf jeden Fall Hip-Hop. Ich ja? bin ein alter Hip-Hopper. Tupac, echt? Biggie, alle. Lil Kim, Foxy Brown von damals. Voll ja, geil. Ja, ja. Ja, Kendrick voll Lamar, cool. J. Cole, meine Jungs. Ja, voll cool. Las Vegas, like Cirque du Soleil Show. Ja. Oder Wandern im Grand Canyon. In Las Vegas heiraten, ganz trashig, ja. Und dann ab in den Canyon und die Honeymoon, die wie sagt man, Hochzeitsreise, dann wandernd im Canyon. Oh, Berge, Canyon. Mega. Alaska oder Bahamas? In Alaska war ich noch nie, auf den Bahamas war ich schon. Mhm. Alaska reizt mich auch sehr als Reiseziel. Also ich würde sagen Alaska auf jeden Fall. Okay. Natalia, danke dir ganz, ganz, ganz lieb dafür, Dankeschön. Dass du dir die Zeit genommen hast. Richtig, richtig Danke. Cool. Ich fand es total cool, dich mal auf so eine Weise kennenzulernen. Danke, auch, gleichfalls. Und dass du so viel Liebe für das Reisen hast. Richtig, richtig cool. Und ja. natürlich, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben ja. mit L.A., Autos, ja. Sushi, Bergen, Rally. Sushi, Rally. Ich wollte gerade sagen, es hat gar nicht mehr auf. Ja, voll, voll cool. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir, Timo. Euch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war spannend für euch, viel hier zu erfahren. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Lasst uns gerne nochmal ein Like da oder folgt uns auch von mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr sonst noch irgendwas Bestimmtes hören wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, beantworte ich gerne. Und ich freue mich auf den nächsten spannenden Podcast mit euch.